Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht weiter mit den tollen Spezialaufträgen, die ich jetzt endlich mal fertig haben möchte. Und zwar gibt es jetzt Affenstadtbeschützer. Bloons haben die Affenstadt aufgespielt und greifen gleich an zwei Freunden an. Jeder Bloon, der die Stadt berührt, kostet sich ein Leben. Du musst deine Heimat über 65 Runden dagegen schützen. Genau, okay. Sollte gar nicht schwierig sein, denke ich mal. Wobei ich glaube, ich jetzt den falschen Tower dabei habe. Habe ich den falschen Tower dabei? Ah. Der hat schon sehr viele Fähigkeiten fertig. Das ist sehr nützlich. So, das heißt, ich kann ein bisschen hinter. Kann ich den hinsetzen? Der ist aber nicht günstiger, das ist schade. Wobei das eigentlich eh egal ist. Sie kommen so oder so da beide lang, beide Seiten. Das ist sehr gut. Dann werden wir auf jeden Fall hier hinsetzen. Ist ja nur Runde 1, das ist ja erstmal Runde 1, das ist ja kaum was, das ist ja eigentlich total easy. Hoffe ich mal. Na, nicht ganz so, na doch, 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 ist schon richtig. Können wir den nächsten Affenpionier hinsetzen. So exakt gegenüber eigentlich. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's. Sollte nicht allzu schwierig sein, wenn wir gleich die Wachtürme noch haben. Vor allem ist es sehr nice, dass er schon sehr viele Fähigkeiten auf dem oberen Zweig hat. Also, Affenleuchtturm ist das die Range höher. Dschungeltrommel, das heißt Attack Rage dazu. Attack Speed dazu. Wachkanone und auf jeden Fall sehr cool gemacht, dass wir halt schon direkt am Anfang so eine schöne Affenstadt haben. Was auf 65 Runden, glaube ich, ne? Kriegen wir hin. Sollte nicht allzu schwierig sein. Jetzt hat er auch noch die Dinge. Vor allem sind die Upgrades wesentlich günstiger, ne? Halt in der Nähe. Das ist sehr schön. Der werde ich wahrscheinlich. Ich werde hier noch Superaffen hinsetzen. Einmal hier und einmal hier. Denke ich. Ich habe 210 nehmen, das sind so viele. Also eigentlich sollte man das recht easy schaffen. Und Helis können wir auch noch hinsetzen. Ich denke mal, die Helis will ich hier unten so hinsetzen, wenn hier unten und die Superaffen halt hier da direkt daneben in die Ecke. Ja, aber erstmal machen wir die Affenplatzkraft hier, die Affenfestung. Weil wir auch Riesennägel noch benutzen könnten, aber ich glaube, die Türme an sich reichen, um das zu rocken, die Runde hier. Genau, Affenfestung schön dazu, das heißt, schön Platzkraft. Das ist vor allem, was für eine Range hat, holy shit. Dieser Wachturm hat so eine geile Range. Ja, ist natürlich doof, dass wir von Runde 1 anfangen müssen. Ist halt mit Schnellstrecke wesentlich angenehmer. Aber was soll's. Werden nicht meckern hier über ein schönes Affendorf, was schon sehr gut ausgebaut ist. Das haben wir hier oben eigentlich nochmal gehabt. Ach, genau, Affen, der jetzt angreifen kann, aber halt wirklich kaum was bringt vom Angriff her. Das ist, ja. Recht unwichtig, sage ich mal. Wir können übrigens noch die Dings da benutzen, die größeren Servicebereiche. Um auf der anderen Seite auch noch sehr viel angreifen zu können. Aber bis dahin, wir brauchen erstmal ein bisschen Gold jetzt, wir haben ja kaum Gold. Kriegen auch kaum Gold irgendwie, aber es sind die Anfangsrunden noch recht einfach. Komm mal, schnellere Pioniere, wir können übrigens immer noch keine Tarmelons angreifen. Wobei, wenn wir Radarscan haben, schon. Wenn wir Radarscan haben, schon. Also wir haben noch 10 Runden jetzt Zeit, 9 Runden, um 1300 Dollar zu kassieren. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das ist möglich. Finde ich cool, dass man so ein Affendorf direkt benutzen kann, was die da haben. Das ist sehr nice. Ich denke mal auch wieder, dass wir kein einziges Leben verlieren werden. Das halte ich für recht unwahrscheinlich. Zwei Affenpioniere und dann halt wie gesagt zwei Helis und Dings noch hinsetzen. Superaffen. Das wird recht unwahrscheinlich. So, da haben wir den Radarscanner. Zack. Tschu, tschu, tschu. Ja, Upgrade-Zweck geschlossen. Macht aber nichts. Ah, sie kommen immer näher zum Dorf. Immer näher. Ja, da war der Tarnblun. Weg ist er, der Tarnblun. Größerer Servicebereich und größerer Servicebereich. Was war Zahnkränze nochmal? Okay, können wir euch auch mal machen. Aber beachtet die Schusskarte des Wachturms. Ja, und mir wurde letztes Mal zu diesem einen Part in die Kommentare geschrieben, dass halt wirklich die Schussfrequenz erhöht wurde vom Turm. Und dass man das halt auf jeden beliebigen Turm machen könnte, also nicht nur auf die Wachtürme. Habe ich aber irgendwie nur auf die Wachtürme gemacht, weil ich glaube nur die Wachtürme hatte zu dem Zeitpunkt. Ich hatte in der Mission, glaube ich, nicht mehr gebaut gehabt. Oder das ging gar nicht, weiß ich gar nicht genau. Aber ich glaube, das habe ich auf die Wachtürme einfach nur gemacht, weil ich es auf die Wachtürme machen wollte. Boah, ich muss die Wachtürme dann gleich irgendwann mal verkaufen, damit ich genug Platz habe für meinen Heli. Oder ich werde das an Superaffen hinsetzen, ich glaube, das ist mal wichtiger.
machen nämlich die Dinger wahnsinnig. Ich werde gleich nach der Runde... Und dann machen wir das so. Und der andere halt parallel daneben dann. Aber müssen wir erstmal Geld wieder bekommen. Runde 33 kommt also rein, Tarnballons, okay. Immer schön merken, aber gut, wenn man sich halt bei 24 Tarnballons entlegt, dann sollten die auch kein Problem sein. Tarnballons sind recht einfach. Noch, wenn sie dann zu Regrowth, Camo, also Regrowth, Blei, Camos wechseln, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Erstmal, die Laserstrahlen sind wichtiger. Und ich frage mich, warum der obere viel mehr oder viel leichter diesen kaputt macht als der untere. Sehr komisch. So, Laserstrahlen haben wir da. Gleich noch die Range dann erhöhen, aber erstmal sind wichtiger, falls sie in die Nähe kommen sollten, den Damage von den Nix zu erhöhen, von den Superaffen. Superaffen. Ja, da sind so schon die Karmo-Bleibloons. Jetzt wird nur noch das Regrowth. Dann ist das schon die maximale Schwierigkeit der ganzen Karmo-Bloons. Ja, Keramik-Bloons ist aber okay. Ah, Reichweite erhöhen, Reichweite erhöhen. Ja, jetzt können sie auch Chargen angreifen, wunderbar. Und dann 39, 65 Runden, ne? Waren es wieder gewesen. Das kann ja wieder was werden hier. Ja, Helis fehlen auf jeden Fall noch. So, sichere Angriffe fehlen noch. Die halt den Bloons richtig am Arsch stehen. Wobei wir erstmal die Plasmastrahlen machen können. Wenn wir den Roboaffen haben, dann sollte der Heli... Ah, ist der Heli auch unnütz dann, wenn wir die Plasmastrahlen... wenn wir die Dings haben, den Roboaffen. Aber erstmal schön die Range erhöhen nochmal. Können beide auf beiden Seiten angreifen, das ist schön. Wenn sie treffen würden. Die Bloons verarschen die ja regelrecht. Dadadam, dadadam, dadadam. Oben, unten, oben, unten, oben, unten. Was haben wir eigentlich noch? Achso, Energie läuft für. Okay, brauche ich jetzt trotzdem nicht. Hm, was machen wir denn? Größerer Servicebereich haben wir ja schon. Reingeschaut brauchen wir nicht. Eigentlich. Achso, können wir sowieso nicht mehr machen, weil wir die Zahngrenze geskillt haben. Tja, gute Frage, was wollen wir denn jetzt machen? Eigentlich ein Heli, aber ist ja zu breit, ne? Der passt hier, glaube ich, nicht hin, das dicke Ding. Okay, wir können es hier oben mal probieren gleich. Ja. Ah, doch, ich habe ihn gesehen. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Das passt dahin, aber wie das dahin passt. Wollen wir die jetzt auch noch ganz kurz verkaufen? Geh mal weg, Alter. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ihr mir folgt. So, verfolge erst mit dir hin. Achso, baue ich jetzt natürlich theoretisch nicht. Mach ich trotzdem. Bisschen schneller fliegen ist okay. Ja, Roboaffe erstmal. Auf beiden. Und dann war's. Achso, letzte Runde kam Moab, wa? Kann das sein? Kam aber gar kein Moab. Letzte Runde kam kein Moab. Das hätte ich gewusst. Das hätte ich gehört. Das hätte man bemerkt. Aber die Runde war recht schnell vorbei. Warum kam auf Runde 46 jetzt kein Moab? Oder bin ich wirklich schon so prasselig gewesen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Wäre ja Wahnsinn. Oh, Roboaffe. Dann werden wir hier die rotierenden Messer benutzen, damit wir gleich schon mal auf die apathischen Wurfschiff hingeleitet werden. 15.000 auf beiden, also 15.700 sogar. Die Elis wissen sich, wo sie hinfliegen sollen. Na gut, wenn sie in der Mitte rumwackeln, dann schießen sie von oben und nach unten gleichzeitig. Ist halt gut. Ah, da ist ein Moab, siehst du? Vielleicht kommt so eine 46 doch einer. Ich habe ihn einfach so schnell gekillt, dass man das gar nicht gemerkt hat. Wer weiß, wer weiß. Aber Runde 65 ging es doch, ne? War genau, Runde 65. Wollte sagen, wäre ein bisschen zu einfach jetzt. Und da ist der erste. Zack, zack, zack. Den zweiten holen wir uns auch gleich noch. Terror durch Technik brauchen wir eigentlich nicht. Ist zwar ganz cool, aber ich weiß, glaube ich, nicht, auf dieser Map ist es nicht so wirklich nützlich. Ich weiß auch nicht, was im engen Umkreis bedeutet, ne? Im engen Umkreis. Kann halt wieder irgendwas sein. So, der hat schon das Gute, ne? 3000. Der hat 1100.
Ja, daran merkt man schon so ein bisschen Unterschied. Apache Warfare Schiff, einfach göttlich. So, die Runde soll ich dann eigentlich... Meine nächste Runde. Für mein anderes... Für mein anderes Heli. 14.000 glatt. 14.000 Dollar glatt. Ja, dann halt in der Runde. Da haben wir jetzt zwei davon. Das ist jetzt noch einfacher. Und alles schön ums Affendorf rumgebaut. Kein einziger Tower steht außen. Außer halt die Wachtürme, aber die kann ich halt nicht beeinflussen. Nagelfabriken? Ne, jetzt soll ich nicht bauen. Keine Nagelfabriken. Das ist unnötig. Ne, eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Zero brauche ich. Gar nichts. Übertakten. Übertakten könnten wir noch machen. Just for fun. Weil wir halt das Geld haben, ne? Schauen wir da mal den... Weiß nicht, was kann man da machen? Habe ich überhaupt jemanden ausgewählt jetzt? Ich habe da gar keinen ausgewählt. Ich habe eigentlich auf gar keinen draufgeklickt, aber gut. Dann hat sich mein Mauscursor selbstständig gemacht. Ist okay. Ist ja gleich wieder ready. Achso, vielleicht hätte ich ihn anklicken müssen gleich. Ja, ihr seht ja, er ist ein bisschen mehr, aber ich... Keine Ahnung, also viel Unterschied bemerke ich jetzt nicht gerade, wenn halt, wenn halt der Turbo ist, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt, was da gut sein soll daran, an der Fähigkeit. Deswegen mache ich ungern den unteren Zweig, weil der ziemlich müllig ist, finde ich. Hier kann man einen Roboaffen jetzt rum benutzen. Zack, zack, zack. Ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Ist ja egal. Runde 65 sind wir schon. Machen wir auch die beiden noch. Wie gesagt, keine Ahnung, ob die überhaupt was bringt. Aber einfach mal machen. Wir haben mal 22.000, 23, ja, weiß nicht, 25, 26.000 Dollar umsonst gehabt. Die wir nicht mehr benutzen konnten. Also einfach übertakten. Das ist schon okay. So, das sind die letzten beiden BFBs. Und da haben wir das nächste geschafft. Affenstadtbeschützer, ein Erfolg errungen. Sehr nice. Yay, 52 Dollar, 2 Münzen. Und ich hoffe, ich werde dieses Spiel niemals auf BlueStacks deinstallieren müssen, weil ihr habt es ja schon letztes Mal im Koop-Spiel gehört. Wenn man es deinstalliert, dann ist alles weg. Alles ist weg. Außer lediglich der Rang wird, nee, der Rang wird auch nicht gespeichert. Was gespeichert? Die Medaillen werden gespeichert. Einzige mit deinem Facebook-Account. Alles andere ist dann weg. Das heißt, wenn ich meinen Rechner neu aufsetzen würde, müsste ich irgendwie versuchen, Dings... Aber egal, ich mache das jetzt einfach mal und dann haben wir das ja fertig und dann weiß ich ja, dass ich es schon mal gemacht hatte. Ärgerlich ist natürlich das andere, aber... Ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommen wird, bevor wir damit fertig sind. Und ja, dann würde ich sagen, was ist gewesen? Der Affendorf-Beschützer. Wir sind... Affenstadt-Beschützer sind wir. Wir haben das Affendorf beschützt. Beziehungsweise die Affenstadt. Und dann machen wir am nächsten Mal, es kann nur einen geben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Bloons Tower Defense 5. Bye, bye.